Genau. Deinen 50. Geburtstag, den feiern wir heute. Was uns Mädelrunde ganz besonders freut. Wir wollen dir was Persönliches schenken. Nach langem Überlegen und großen Bedenken kam uns dann eine geniale Idee. Das kann ich mir vorstellen. Ein Bild in Öl. Das ist doch okay. Wir glauben schon, es ist wunderbar, dich, Martina, in Öl zu sehen. So natürlich und klar. Eine Erinnerung an die vergangene Zeit. Du veränderst dich. Doch das Porträt, das bleibt. Und das Gefühl, wir sagen nur eins. Martina in Öl. Das Bild, das wir dir heute geben, ist gegriffen aus dem richtigen Leben. Die Leinwand vom Feinsten mit Farben, die stimmen. Das kann nur einem wahren Meister gelingen. Wow, wenn du das Porträt gesessen wirst. Das Beste war uns gerade gut genug. Nur Spitzenkünstler kamen bei uns an. Für dich, Martina, nur das Beste. Und das mit Gefühl. Wir sagen nur eins. Martina in Öl. Ich sag mal, es bekannte Künstler wie Picasso und Van Gogh hätten es nicht besser vermocht. Dein Anblick ist ein wahrer Genuss, sodass gleich jeder hinschauen muss. Ein Kunstwerk für dich, Martina, ohne Gleichen, das bekommen ansonsten nur die Reichen. Für dich, Martina, nur das Beste und das mit Gefühl. Wir sagen nur eines. Martina in Öl. Das Bild ist in Farbe, nicht nur in Schwarz-Weiß. Der Künstler bekam einen ganz besonderen Preis. 30 Jahre Hefe. So haben dich deine Gäste noch niemals gesehen. Ich muss es hier sagen, sie ist total von dir. Ganz Nitzing wird noch tagelang gaunern. Für dich, Martina, nur das Beste. Und das mit Gefühl. Wir sagen nur eins. Martina in Öl. Stell es zu Hause in den richtigen Raum. Dann siehst du es nachts noch von dir im Traum. Das glaube ich. Wir kommen zum Ende. Zum Ende der Rede, der langen. Wir wollen dich nicht länger auf die Folter spannen. Komm her, liebe Martina, und genier dich nicht lange. Enthüll nun deines Kunstwerk und mach dich nicht bange. Für dich, Martina, nur das Beste. Und das mit Gefühl. Wir sagen nur eins. Martina in Öl. Darf ich das jetzt enthüllen? Ja, vor allen Leuten. Wunderbar. Martina in Öl. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja so. Wem ist denn das? Mach ich Öl, oder? Martina in Öl. Schon beim Ankommen war schon großartig. Nein, es ist unglaublich. Das ist aber hauptsächlich. Ganz nach dem Motto, nicht? Ein Freund. Das sind deine Freunde, gell? Ja. Du hast du, aber solche gell? Freunde habe ich erspart, das sind die Feinde, glaub ich. Ja, gut, Die Idee ist auch Wahnsinn. Bravo!